mir so der Level 200er Mob entgegen. Ja, das war ja. Und befreundete Mobs. Ja, das Lolle. Sind die komischen Typen von eben. Aber die haben irgendwie. Weißt du, was die haben? Die haben ein Ovo-Face. Wenn du die frontal anguckst, haben die einfach ein Ovo-Face. Die haben auch den krassesten. Weiß ich nicht, Überbiss aus der Erde. Ja, die wurden bestimmt gemobbt in der Schule. Couldn't find the rare book of. Ja, das sind die, die uns eben die Quest am Arsch der Welt gegeben haben. Was ich zu eurem Lagerfeuer sag? Es ist sehr stabil. Ich dachte jetzt schon, die werden Akku auf dich, weil du ihr Feuer ausgemacht hast oder so. Was hab ich gesagt, wo waren wir im Südwesten, ne? Ja. Oh mein Gott. Das sind Agro-Mobs mit 700 HP. Das sind Dark-Pack-Agro-Mobs, also sehr wahrscheinlich haben die scheiß Laser. Und sie haben 700 HP. Das reicht mir schon eigentlich. Ja, wieso? Ich mach 22 Damage, also. Vielleicht, das sind quasi drei Raid-Bosse. Ja, richtig. Everything's fine. Was ist da drüben? Keine Ahnung. So weit kann man nicht haben, aber ich glaube, es sind wieder Knolle. Wir brauchen irgendwie ein Pferd oder sowas. Das Ding ist, ich habe halt gerade eben die ganze Zeit versucht, zu so Reins zu kommen, weil ich mir dachte, hey, vielleicht kann ich mir ein Pet tame, worauf ich dann reiten kann oder irgendwas. Aber ich komme da nicht hin, Alter. Das ist halt umstellt von fucking Lasermobs. Ach, da waren die Lasermobs? Ja, das war eben die Lasermobs. Psst. Das hier sind auch irgendwelche Ruinen. Was ist das hier für ein Gebäude? Kann sagen. Oder ist das auch wieder so ein Retz-Ding? Das ist ein Schrein, ja. Es ist halt wirklich fucking Cube Zelda einfach. Es ist wirklich hart Cube Zelda. Also ich finde nur, dass du da die Flöte spielst, was dann kommt irgendein Adler und holt dich ab. Und dann geht's schon los. Weißt du, was das Coole ist? Dann, weil mir immer noch so halb die Sonne reinscheint, sehe ich nur so gefühlt 5 Meter weit, ne? Super cool. Ich weiß schon, wo ich meinen Schreibtisch da platziert habe, wo er steht. Aber bei mir scheint auch tatsächlich gar keine Sonne. Bei das mir Ding, ist hier. Es ist nicht Weltuntergang, aber. Das Ding ist halt, wenn ich den Schreibtisch basically auf die andere Seite stellen würde, hätte ich das Problem, dass ich nie wieder lüften kann. Oh. Das ist halt jetzt sehr auch gut. Nicht so praktisch. Oh mein Gott, das sind so Skelettdinger. Skelettdinger gehen. 1700. Skelett 1700, was da hier, da drüben. Ich sehe die grünen Augen. Das sind grüne Augen. Grüne Augen? Oh, da! Du siehst halt ihren Körper Skelett quasi gar nicht. Aber du siehst halt ihre grünen Augen. Ja, zieh mal weiter, ich hol da mal von hier das Sapphire Departure und das da. Das muss man aber looten auch noch, oder? Ja, YOLO. Ja gut, ich laufe dann schon mal weiter. Ja, du kannst ja dann einfach mit dem... Die hätten mich nur für 50% in Zweien. Aha, seid geslowt mit meinen Anti-Verfolgungsbubbles. Das Gute ist... Wir können schneller klettern als die, da kannst du sie gut abhängen. Bin ich nämlich jetzt echt durchgekommen? Ja, anscheinend. Neat. Ja, anscheinend verfolgen wir sich mehr, cool. Ja, das ist natürlich praktisch. Finde ich gut. Wartime HOP, Nerf. Ja, ich weiß schon, warum Xenogen wieder seine Fluid Aura hätte. Das sind wieder Knolle, oder? Ja, das sind friedlich. Und da unten sind wieder böse Mob. Ja, das ist wieder Rock links. Die sind nicht nur unten. Böse Mobs, haut mich. Danke, bin tot. Du bist echt instant gestorben, kann das sein? Ja, sie haben sich instant zu mir umgedreht. Alter, wo bin ich?
Ja, an dem Ding, wo wir eben waren. Nee. Ich hab's irgendwie überlebt. Ich hätte gern Fast Travel in die Stadt zumindest. Ja, oder überhaupt Fast Travel oder irgendwas. Alter, hier sind überall fucking Todesskelette. Was soll der Shit? Mich stört's ja nicht, wenn ich irgendwie von der Stadt aus weit weglaufen muss, wenn ich zumindest gerne in die Stadt zurück nenne, Fast Travel. Ja, die Wege an sich sind crazy. Ist halt auch die Frage, ob du normalerweise, sag ich mal, direkt als erste Quest diese scheiß Bell-Quest im fertigen Game kriegst. Ja, das Ding ist, an sich kriegst du im Moment die ganze Zeit das komische Craften dahinter. No way, Alter. Not the bees! Weil ich kann mir nicht vorstellen, weißt du, oh mein Gott, geh weg, du scheiß Rockling, dass das Game quasi beginnt damit, so, hey, du weißt doch noch nichts von der Welt, aber hol dir mal ein Item, damit du quasi in die andere Dimension dieser Welt kannst. Ja, Spirit Bell wird schon nützlich sein, passt schon. Geh weg, du Kack Rockling. Also ich find's halt gut, weißt du, ich sehe basically nicht mal, wo ich hinlauf, aber ich lauf halt genau straight in Bienennest rein. Vor allem, da waren ja nicht nur 5 Bienen oder so, nee. Da waren ja 30. Ist ja nicht umsonst Bienennest. Ja gut. Was ich hätte halt auch so gefühlt eine bessere Lampe. Okay, ohne Lampe geht kalt. Also, mich stört die kleine Lampe nicht, aber ich hätte tatsächlich... Vielleicht gerne Autorun bei solchen Wegen? Ja, erstens Autorun wäre nice und weiß ich nicht, so ein bisschen mehr Lichtradius wäre auch was. Das Ding ist, mach mal die Lampe aus. Das ist halt ich crazy. Hab sie gesehen bei dir. Oh mein Gott, das ist ein Rockling. Noch einer. Hi. Ja, was ganz cool wäre, wäre auch vielleicht, ich meine, vielleicht kann man die Lampe ja später upgraden, so bessere vielleicht craften. Nee, anscheinend müssen wir irgendwelche Artefakte finden. Ich glaube, ich habe es in die Stadt geschafft. Oh, ich bin echt in der Stadt, nice. Wer bist du? Ich bin jetzt an meinem Todesort vorbei. Haven't you found the rare book of crafting? Ich arbeite dran. Du, das ist nicht so einfach, wie es sich an. Wenn nicht jeder Mob mich one-shotten würde. Vielleicht müssen wir einfach nur 1 Million Hühner töten für Level 2. Und dann geht's ab. Da machen wir uns nämlich die Federrüstung. Und dann sind wir quasi unsterblich. Du wirst lachen, aber so wie ich das verstehe, levelst du quasi, wenn du ein Gebiet fertig hast. Und das Ding ist, wenn du die Map aufmachst, siehst du ja basically, wie du in einem Gebiet bist, ja? Also, ich habe mich schon gefragt, wo der XP-Balken oder irgendwas ist. Ja, weil weißt du, wenn du ja quasi, ne, oh, guck mal, du machst quasi deine Map auf und du siehst dann quasi eingekreist, oh, guck mal, das ist dein Gebiet. Ja. Und wenn du da dann quasi ein Artefakt findest, levelst du ab. Es ist also quasi eher so... quasi heißt, mach alle Quests vermutlich. Ja, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, es ist basically eher so ein abenteurerer Rank als wirklich ein Level. Also wird quasi alles bestimmt von der Ausrüstung, die du trägst. Ja, und wie gesagt, wenn du auf deine Ausrüstung guckst, deine Ausrüstung ist hier schlechter als in deinem Startgebiet, weil die hat halt so bestimmte Präfixe und überhaupt. Ich sehe die Stadt. Hallo, ich bin da. Ah, jetzt bist du gar nicht du. NPC. Ich stehe gerade auch nur bei irgendeinem NPC. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich mache jetzt mal Tag hier. Wenn ich das Inn irgendwo finde. Da drüben. Ich schätze mich, ich muss mich wahrscheinlich auch hinlegen dafür. Das werden wir jetzt rausfinden. Nee, ich laufe einfach mal hier. Außer hast du 10 Gold rumliegen? Nee, ich habe 0. Siehste? Für dich ist dann auf einmal Tag, für mich ist Nacht. Bin ich bescheuert? Das ist nicht das Inn. Wo ist das fucking Inn? Man sieht halt auch nichts. Oh, da hinten, ich sehe es.
Nacht ist halt schon dezent crazy, ne? Hallo. Don't have enough gold to rest. Ja, cool. Jetzt leg dich endlich, Ben. Gute Nacht. Huh. That was easy. Ich sehe was. Ist der Wahnsinn, ne? Die Frage ist jetzt, wo wir eigentlich. Obwohl, warte, wir haben jetzt die Spirit Bell. Wo haben wir die gekriegt? Bei dem Schmiede, Heidi, ne? Ich glaube. Ich kenne mich ja nicht mehr in meiner eigenen Stadt aus. War der nicht hier? Ja. Ach, hier. Toll, jetzt sucht er nach irgendeinem ancient Artifact. Das ist ja toll, so nach dem Motto, geh mal suchen, bitch. Kann ich hier irgendwas craften? Nichts, was ja, aber die, besser wäre. Das Bell-Ding ist halt noch immer abgehakt auf der Map. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der Map bleibt. Ich meine, dafür haben wir jetzt eine Bell, was auch immer die tut. Uff. Das Ding ist, ich glaube, ich gehe jetzt einfach zu diesen scheiß Ladan-Ruins und hole jetzt dieses scheiß Buch, Mann, weil das geht mir echt auf den Keks, weil jeder NPC sagt ja gefühlt, geh das Buch suchen. Aber gehen wir halt dahin. Nächste Weltreise. Ich habe jetzt auch noch den Ultraplan. Wir bleiben jetzt einfach auf irgendeinem dieser Wege. Vielleicht sind die Wege einfach nicht so mobbesiedelt. Als wir, wenn oder wir, vielleicht sind da wenn eben schwache Mobs, sage ich mal, für Anfänger. Ja, eben. Weil ich schwöre, wenn wir nicht irgendwie... Das ist halt weird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Mob das direkt one-shotten soll. Ich sehe einen Busch. Damn, der kann sie nicht wehren. Dum 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 dum. Der hat fast so viel HP wie ich. Und ja, so kriegst du Holzlocks. Frag nicht warum. Macht keinen Sinn. Ich hab einen Blendfiber gekriegt. Yay! Oh, ein Cobweb. Wo? Was? Oh. Ich kann Blade Storm. Alter, was ist zuerst kriegt er das Spinnennetz nicht da kaputt? Ja, und dann verwandelt er sich aus Frustration in Blade. Oh Mann. Überhaupt der richtige Weg hier? Ja. Oh Gott. Weißt du, ich stehe da so Mage so, weißt du, und der Krieger so, weißt du, selbst die scheiß Kühe haben 400 HP. Ist das absurd, ey. Hier muss doch irgendetwas sein, was man töten kann, aber was sich auch wehren kann. Und ich meine, bisher sind uns auf dem Weg keine Mobs entgegengelaufen. Oh, wir laufen einfach straight in irgendwelche Ruinen rein. Aber vielleicht sind die am Tag nicht so schlimm. Bisher sehe ich keine Gegner. Plötzlich kommen aus den Ruinen die Mobs raus. Nee, Rabi, die Fahrstuhlmusik ist Persona 5 Soundtrack. Und hey, Korn und Setsu. Oh, hier ist wieder Lore. Damn. Dieser Soundeffekt, ne, klingt halt so dermaßen hart nach Banjo-Kazooie. Ja. Jetzt frage ich mich allerdings, wo sind wir? Oh, hier oben. Ob hier noch eins ist. Kann ich auch... Damit kann ich parryen, okay. Da drüben ist noch eins anscheinend. Ja, er hackt sich wieder durch die Luft.
Nee, das ist halt mein Shift-Spell. Mein Shift-Spell ist Floaten. Mein Shift-Spell ist Bladestorm. Der macht wahrscheinlich einen Hit pro Umdrehung. Was läuft denn hier rum? Also ein Damage pro Umdrehung, meinte ich. Hey, Jesus, Jünger. Hey. Hi. Und wieso ist zuwinken? Druids of Mana. I would like to have a beaver pet. Ja, cool. Oh, die eine sagt nur Hallo. Hallo, Emily. Was sagt geht? Die eine hat uns eine Quest gegeben für... I discovered something in the ruins of Damaria. Climbing spikes. Okay. Wahrscheinlich kann man damit schneller klettern. Oder weniger Stamina oder so. Ja, Dark Cultists sind scary. Mhm. Unterschreibe ich. Ja. Stimme dem zu. It's set to German doesn't sound funny. It's supposed to sound angry. Schmetterling. Abi, please. Schmetterling. Da bricht der Österreicher in dir wieder durch, ey. Ja, sorry. Oh, guck mal. Oh, auf dem Bett. Ich kann wieder mit wem reden. Wo ist mit dir? And what? You can still find. Okay. Das Ding ist, guck mal auf der Map. Da sind jetzt die Spike-Schuhe irgendwie eingezeichnet. Die sind sogar. Nicht allzu fern, ne? Ja, an sich von hier aus einfach nach Norden. Du siehst. Ja, lass uns das mal da vorbeigucken. Weißt du was? Ich habe ja nichts. Also ich die Bunny ist tot. Als ob. Das Bunny killt dich. Oh, ich habe gestunt. Toll, du hast einen Hasen getötet. Ich habe ihn gestunt und danach habe ich Bladestorm gemacht. Arm, ich heiße. Die geben Gold. Zwei Stück. Geben Gold? Ich habe gerade zwei von gekriegt. Let's do this for the money. Wer hört Money? Oh, die droppen auch ganz anderes. Eine Waffe. Hast du eine Waffe gekriegt? Warte, Left Weapon, Right Weapon und wie equip ich das? Du musst oben klicken. Ist das eine Axt? Damn. Ja, ich bin Warrior. Komm her, Bunny. Jetzt mache ich. Mein Damage hat sich gerade verfünffacht. Ich habe gerade pro Hit jetzt 10 gemacht statt 2. Okay. Jetzt haben wir unsere Mobs gefunden. Arme, harmlose Bunnies. Ja, man, jeder fängt mal klein an. Die sich halt nicht mal gefühlt wehren, ey. I don't think I've heard anyone raging in German except Hitler and the angry German kids. Ich will einen Real Tournament spielen. Ich will einen Real Tournament spielen! Das ist nicht der Typ gewesen, der mit Tastatur zerdeppert hat in dem Video. Ja, ja. Der auch mit dem Spruch so, wenn es lädt, muss ich warten und ich will nicht warten. Das ist richtig dumm. Boah, gab es nicht diesen einen bescheuerten Channel, der immer so coole Sachen so hatte, so. Oh, wie hieß denn der scheiß Channel, Alter? Ich erinnere mich nicht mehr dran, aber es gab doch den einen Typen, der irgendwie immer so. Boah, weiß ich, der hat so englische Begriffe und hat sie dann so in so richtig dämlich übersetzt, ey. Komm nicht mehr drauf. Lass uns lieber erstmal die Alpakas hier töten. Typ, hat das Alpaka nicht gerade fast gedroppkickt? Was ist das denn? Used Iron Fist. Ey, die können voll gute Waffen droppen, die Viecher. Ich stun die voll oft als Guardian anscheinend. Ich kann die für dich stunnen. Ja, und ich kann halt einfach in die reinhalten, weil ich dich halt mitteile. Ja, guck, ich hab grad beide gestunnt einfach. Ja, der Loot ist Balance halt nicht schwer. Balance Cotton irgendwas. Du hast grad irgendwas gekriegt, Balance Cotton. Balance irgendwas. Cotton Boots. Besser als meine? Die sind für einen Schurken. I think German is a comfy sounding language. Ich finde tatsächlich auch nicht, dass sich Deutsch so unglaublich aggressiv anhört.
Außer wenn man raged. Du hast jetzt was für einen Schurken gekriegt? Ich habe auch was für einen Schurken gekriegt. Ich habe Faustwaffen bekommen. Wenn's das Stream never. Oh, guck mal, das ist das Bienennest, wo ich die Nacht reingelaufen bin. Revenge. Wait, kann ich von hier aus dahin casten? Ja, kann ich. Kein Mana mehr. Alter, die können fliegen, die Hecken! Aha! Nice. Bienen haben keine Chance gegen uns. Wo war es, das scheiß Nest? Da auf dem Ding, ne? Ja. Ah, da hinten, ja. Wie weit kannst du casten? Anscheinend Ewigkeiten. Playstorm! Du bist halt angeflogen wie so ein Beyblade. Crazy shit. Das scheiß Nest hat nicht mal was gedroppt. Dumm aus. No joke, ne? Wenn ich nicht da wäre, wärst du halt innerhalb von Sekunden tot. So, hier müssten irgendwo die Ruinen sein, oder? In die Richtung. Ich glaube. Guck mal geradeaus, wo könnten die Ruinen sein? Ich weiß nicht. Weep Bees. Das ist auch nicht schlecht. Eichhörnchen! Dude! Oh mein Gott, was? Der krittet mit 50! Oh, oh ich kann mit Rechtsklick kann ich blocken! I did. Dude, what the fuck? Und das ist ein Tankhörnchen, das ist nicht. Das ist ein Ragehörnchen. Ich lauf dann mal. Also Alpaka, kein Problem. Riesenbienen mit Extremitäten, kein Problem. Eichhörnchen, roar, real shit. Ich hab eins tot. Alter, wenn das jetzt kein Epic droppt, ja? Das hat zwei Gold gedroppt. Das ist insane. Das Eichhörnchen-Emoji auf Twitch ist ja super lame, holy fuck. What the fuck, ich seh, oh mein Gott. Toll, ich muss noch 15 Sekunden auf meine Bubbles warten. Ne, hier, frisst meine Bubble, taha. Ich bin gleich wieder da, dein Tank ist gleich wieder da. Ich mach halt 3 Schaden an dem Vieh. Ey, das ist ein Damage mehr als ich. Ich bin das halt so dermaßen durch die Gegend am Kalten, das ist fucking ridiculous. Ja, ich guck dir die ganze Zeit zu, ich sehe es. Ich bin, glaube ich, bald da. Glaube ich. Ich hab gerade für 23 gekrittet. Damn. Anscheinend musst du auf Crit gehen, das wissen wir schon mal. 3 Stunden später, Alter, Raid Boss fucking ist endlich tot. Oh mein Gott, das sind Skelette. Toll, ich habe das Ganze jetzt gemacht für 4 Gold. Worth it. Holy shit, das Chipmunk. Hell will. What the fuck, dude? Bist du eigentlich? Du müsstest doch gar nicht mehr so weit weg sein. Nee, ich bin bald da, du denke ich. Du brauchst eh nicht zu mir laufen, weil in den Ruinen sind angeblich die Dinger. Hallo. Toll, ich hab daneben gezielt. Hier in den Ruinen Nein, sind die schon. Angeblich, ja? Wo denn hier? Kann man da irgendwo rein?
Gibt es irgendwie so eine Art Eingang? Oder es liegt vielleicht wieder einfach nur irgendwo offen in der Gegend rum. Maybe. Bist du irgendwo oben? Du musst hier irgendwo hochklettern. Oh toll, du kannst nicht. Nein. Klettern würde halt irgendwo passen, weil ich meine, das sind ja die. Die Kletterspike. Ja gut, hier kannst du halt nicht. Oh, wenn du Space drückst, dann klettern, machst du so einen Rückwärtssalto. Ja, hab ich gerade gesehen, ne? Aber ich sehe halt auch nirgendwo, wo was reingeht oder so. Ich sehe ja jetzt auch gerade keinen Eingang oder irgendwie sowas. Jetzt wird doch angeblich auf der Karte markiert, dann gucken wir da mal. Angeblich da vorne. So hier irgendwo. Ist halt die Frage, wie akkurat dieser Pinpoint ist. Oh, ich hab's. Wo? Lang einfach hier offen rum wieder. Ich steh wow, direkt da. Wow, die liegen da echt einfach nur rum. Ja. Climb even the steepest walls throughout the Langer Hills. Und wo equip ich das? Ah, das ist so ein Special Ding. Das aktivierst du einfach. Das ist bei der Bell in dem. Anscheinend können wir jetzt besser klettern. Then the beast started Naruto running. Uff. Oh, wir haben jetzt keine Ausdauer mehr beim Klettern. Oh. That's nice. Ja, und das haben wir jetzt in dem kompletten Gebiet hier. Okay, das ist natürlich cool. Ja, so, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Wir wollten eigentlich in den Ancient Ruins Osten. Back to running. Naruto. Es ist gut, dass hier ein Weg ist, den wir eigentlich folgen konnten. Gut, dass wir mit dem Weg angefangen haben. Wir sind dann irgendwie abgedriftet. Ja. Ist das basically ein RPG? Ich denke schon. Es ist halt eher auf Rumlaufen ausgelegt. Ja, es ist die Frage, ob das nicht nur in der Beta liegt. Es ist ja nicht wirklich Beta. Das ist ja gefühlt nur eine technische Beta. Also, so wie ich das verstanden habe, ist das hier der Full Release. Oh. Man könnte es eigentlich sagen, es ist eigentlich einfach Minecraft Survival Mode mit RPG-Elementen. In der Theorie. Ich meine, Stats hast du genug, wenn du dir deine Rüstungen mal anguckst. Ich meine, Skills hast du, sogar Ultimate Skills später, Klassen. Ich hänge noch was anderes. Oh ja, ich habe das hier. Die Optik halt. Ich glaube, man kann aber sogar später Blöcke und so abbauen, oder? Weiß ich nicht. Kann man, ich glaube, man kann so Gehäuse und so craften. Ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt einen Minecraft-Part hat. Ich glaube nämlich nicht. Ich bin mir jetzt nämlich nicht so sicher dabei, aber ich glaube schon, dass es irgendwie sowas hatte, mit dass du später irgendwie auch Sachen abbauen kannst oder Terraforming oder so machen kannst. Oh, ich hab noch so ein Ding gefunden. Ah, so ein Schrein eigentlich. I'm not sure if you can mine or not. Maybe later. Right now we can't. Ich mag diesen Jingle, der kommt, wenn du mit der Flöte spielst. Right now we can not destroy blocks. Alter, was ist da? Guck mal, was da rechts von dir ist. Ich meine, da ist ein Retzpunkt rechts hinter uns, ne? Wir haben nicht mal ein Eichhörnchen tot gekriegt. Ich mach 0,4 Schaden an ihm. Ah, oh, Charge! Ich hab eine Idee. Okay. Haha! Oh, das sind die Threads. Lauf einfach. Warte, guck mal. Hallo, guck mal hier. Hallo. Hier, guck mal, hier.
Oh ja, die helfen uns ja! Jetzt. Ja! Kille! Oh mein Gott. Nein, ich hab gelootet! Ja, ich hab 3 Gold bekommen.